Hallo Waage und hallo an alle, die die Waage in den weiteren Aspekten in sich tragen. Und natürlich auch hallo an alle, die auf eine Waage schauen. Wir kommen jetzt zur Septemberlegung. Wie immer gilt, es ist eine öffentliche Legung. Sie kann, muss aber nicht mit dir persönlich in Resonanz gehen. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ja, und damit starten wir und schauen mal, was so Liebe und Beziehungen mit sich bringt, energetisch betrachtet. Liebes Universum, was haben wir denn da für eine Grundenergie? Die Leichtigkeit zeigt sich hier schon mal. Das kleine Glück. Dann gibt es hier eine Entscheidung zu treffen. Schicksal, Karma und Belastungen. Und es gibt hier Klarheit bzw. auch Inspiration über eine Angelegenheit. Wie geht's weiter? Ja, vielleicht auch zum Thema Wunscherfüllung. Schauen wir mal, was wir hier vom Tarot bekommen. Da zeigt sich hier für die ein oder anderen eine wichtige Begegnung. Ja, hier ist Anziehung im Zwischenmenschlichen angezeigt. Hier geht es um Bindungen, um Seelenverbindungen, Seelenverträge, um harmonische Beziehungen aller Art. Ja, wenn du jetzt nicht auf die Liebe schaust, dann kann das sein, dass du hier jemand Neues im freundschaftlichen Bereich kennenlernst. Für die einen oder anderen ist es so ein Impuls, ne, das kleine Glück. Dann kann es auch sein, dass hier ein neuer Erdenbürger das Licht der Welt entdeckt. Dann herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle, weil das kann es nämlich auch sein. Auf jeden Fall zeigen sich hier verbundene Herzen an, eine gesunde Partnerschaft und auch manchmal die Heilung einer Beziehung. Ja, dass auf einmal die Leichtigkeit wieder zurückkehrt, entweder weil äußere Umstände eine Rolle gespielt haben, dass es eben etwas ja bedrückt war in den vergangenen Wochen, Monaten vielleicht sogar schon, oder dass einfach einer von euch beiden irgendwie mentale, körperliche Probleme hatte und deswegen vielleicht nicht so ganz zugänglich war. Auch das ist durchaus möglich. Was kriegen wir denn hier noch? Also, die Liebe zeigt sich hier wieder. Ja, und damit auch ein Anfang. Bube der Münzen zeigt sich hier. Das ist Energie, die für Erdung steht, die dafür steht, dass hier Pläne wirklich wieder verwirklicht werden wollen. Hier geht es um einen Umgang mit neuen Aspekten. Also tendenziell wird es hier eher etwas Neues sein im Großen und Ganzen betrachtet, eine neue Freundschaft, eine neue Partnerschaft, also eine liebestechnische Angelegenheit. Oder wie gesagt, eben ein neuer Aspekt, der hier reinkommt. Jemand, in den du dich neu verliebst. Und guck mal hier, das Gedankenkarussell geht raus. Hier ist so ein bisschen die innere Aufruhr angezeigt, ne? Heilungsreise aktiv beginnen, zeigt sich hier auch. Wie gesagt, mentaler Struggle kann durchaus auch für eine bereits bestehende Partnerschaft eine Rolle gespielt haben. Und gerade meine lieben Wagen haben ja gerne mal das Problem, dass sie so ein bisschen im Ungleichgewicht sind, ne? Entweder emotional zu hoch schwingen oder gedanklich zu hoch schwingen. Und ich rede wirklich nur vom puren Aspekt der Waage, ne? Denkt dran, ihr habt ja weitere Aspekte in euch, die irgendwo natürlich auch eine Rolle spielen und eben auch die persönliche Prägung. Ja, das ist einfach so. Und die 9 der Schwerter ist aber auch dieses, ja, die verankerten Ängste sind präsent, allerdings ist man sich dessen auch bewusst. Ja, das heißt, hier geht's mit Logik wieder vorwärts, hier geht's mit einem, ja, gesunden, mentalen, klaren Verstand auch wieder vorwärts und dementsprechend kann natürlich auch emotional in gewisser Weise eine Klärung herbeigeführt werden. So, und wir haben ja jetzt hier auch schon die Erde liegen, wir haben das Wasser hier liegen und auch die Luft hier liegen, von daher 3 Aspekte, also in dem Fall ein dreiblättriges Kleeblatt, was auf jeden Fall positiv sich auf eine Partnerschaft auswirken kann, weil für mich ist das hier eine sehr ausgewogene Energie. Ein kleiner Samen, der natürlich zu etwas Großem heranwachsen kann. Wir schauen mal weiter. Was kriegen wir hier zu Schicksal, Karma und Belastungen? Da liegt ein Mangel drin, ein Vermissen drin, eine Isolation drin. Mit irgendjemandem kannst du nicht so wirklich in Kontakt treten, scheinbar.
Da versuchst du deine Gedanken zu ordnen. Ja, vielleicht vermisst du hier tatsächlich jemanden, der nicht mehr auf dieser Welt weilt. Ja, dass du hier so ein bisschen, dich in der Vergangenheit, ja, in der Nostalgie aufhältst. Dass, du manchmal auch dir wünschst, dass dieser Mensch noch vor Ort wäre, dass du mit diesem Menschen reden könntest. Die Vier der Schwerter, das ist ja auch so, sich eine Auszeit gönnen, Erholung, Ruhe, ne, und Erneuerung auch der Selbstliebe. Vielleicht ist das etwas, was dir dieser Mensch sagen möchte. Ja, jetzt in dem Fall durch mich. Besinne dich auf deine eigenen Worte, auf deinen eigenen Verstand. Du kannst alles in deinem Leben erreichen, was du erreichen möchtest, sofern du mit deiner reinen Intention bei der ganzen Angelegenheit bist, gerade wenn es um Schicksal und Karma geht. Sei dir bewusst, dass dieser Mensch, den du vermisst, auch wenn er physisch nicht mehr anwesend ist, immer noch mit seiner Energie präsent ist und dich auch weiterhin unterstützt. Ja, und da kann es durchaus auch mal sein, dass der ein oder andere Traum reinkommt. Also hör hier vielleicht im September sogar auf deine Träume. Schreib ein Traumtagebuch im wahrsten Sinne des Wortes und geh dann zum Beispiel über die Traumdeutung. Was möchte dir das Ganze mitteilen? Fakt ist, hier ist ein Mangel. Vielleicht ist erst vor kurzem jemand verstorben. Oder du denkst, das Schicksal ist ein Arschloch. Ja. Letztendlich, wenn, dann war die Zeit halt auch reif. Das muss man auch mal ganz trocken betrachten, auch wenn es in dem Fall dir jetzt hier noch nicht weiterhilft. Sei dir aber bewusst, dass dieser Mensch definitiv da ist, beziehungsweise die Seele da ist. Der Magier, verschwende nicht dein Potenzial. Vielleicht geht es hier um den Münzkönig, den du vermisst. Ja, das kann jetzt dein Papa sein, dein Opa sein. Wenn, dann sagt dir dieser Mensch, verschwende nicht dein Potenzial. Du hast hier unglaublich große Chancen mit dem Magier, deine natürlichen Talente und Fähigkeiten zu nutzen und vor allen Dingen auch, wie ich schon sagte, ne, deine Kraft der Manifestation. Du kannst alles erreichen, was du willst. Du fühlst dich hier gerade ein bisschen leer, sowohl in deiner Basis als auch in deinem Verstand in dieser Situation. Du hast das Gefühl, du brauchst diesen Rückhalt von diesem Menschen. Brauchst du gar nicht, weil all das, was du bis dato erreicht hast, hast du ja selbst erreicht. Das Einzige, was der Unterschied war, dass dieser Mensch vielleicht physisch anwesend war und dir den Rücken gestärkt hat. Dennoch hast du alles selbst erreicht. Ja? Und mit dem Magier darfst du weiterhin mit deinem Mut, deiner Willenskraft und auch deiner Fülle an Ressourcen an dich selbst glauben. Ja, weil das Kreuz steht ja auch für den Glauben. Glaube an dich. Wisse, dass du immer unterstützt und geführt wirst von der geistigen Welt, von deinen Ahnen. Und in dem Fall ist es hier eine kleine Botschaft aus der geistigen Welt für dich, dass wenn du jemanden vermisst, wisse, dieser Mensch ist immer noch da. Weil dieser Mensch hat dir vielleicht sogar beigebracht, wie du deine Talente und Fähigkeiten nutzen kannst, um im Leben weiterzukommen. Besinne dich einfach darauf. Dieser Mensch hat in seiner physischen Gestalt dir alles beigebracht, was du wissen musst. Umgesetzt hast du es immer selbst. Ja? Ich kriege gerade Gänsehaut, ey. Die Sieben der Stäbe. Guck mal, da wächst der Mut in dir. Du übernimmst hier wieder die Zügel. Du hast nämlich einen Wunsch tatsächlich. Ne? Der Stern kann ja auch so ein Hinweis auf Wunscherfüllung sein. Und mit der Welt vollendet sich hier auch eine Reise. Das heißt, auch hier zeigt es, du hast eigentlich alles getan, was du wolltest. Ne? Also das hier ist mehr so die persönliche Komponente, die sich jetzt zeigt, also die Beziehung auch zu dir selbst. Und die Welt steht auch für ein Happy End. Das heißt, eine Reise wird vollendet. Ja, hier ist die Meisterschaft angezeigt. Und der innere Frieden, ja, dieses Ganzsein. Du bist auch ganz. Du bist komplett. So wie du bist, bist du komplett. Was fällt dann obendrauf? Die Königin der Münzen. Warum im Schatten?
Es gibt in einer Angelegenheit noch keine Ergebnisse, ja. Und es zeigt sich hier so ein bisschen die Unfähigkeit, Hilfe anzunehmen. Die Münzkönigin im Schattenaspekt ist eine Energie, die sicherheitsbedürftig ist, die misstrauisch ist und die ein mangelndes, ja, Selbstwertgefühl tatsächlich auch hat und ein bisschen in Disbalance gerät. Oder gerne mal ein bisschen in Disbalance gerät. Und mit den Sechster Stäben im Schatten, ist es so dieses, ja, hier ist so Pessimismus angezeigt, ne? Selbstzweifel, diese Energie von Misserfolg. Da gibt es gar keinen Grund zu. Ja? Hier darfst du ein bisschen an deinem Selbstvertrauen, an deinem Selbstwertgefühl arbeiten, weil unten drunter liegt hier eine sehr, sehr starke Energie. Ne? Mutlosigkeit überwinden. Vielleicht auch mehr den Fokus auf dich richten. Und das, was du tust oder vorhast zu tun, anstatt zu schauen, was macht das Umfeld. Ja, weil Sechster Stäbe ist auch so die Influencer-Energie. Andere Menschen beeinflussen durch das persönliche Handeln und Tun. Und da ist es natürlich auch wichtig, eben authentisch zu bleiben. Genau, Authentizität ist hier ein ganz, ganz großes Stichwort. Bleib bei dir. Mach das so, wie du das für dich am wichtigsten und auch richtig hältst und nicht, wie es andere machen, weil du kannst einem Linkshänder nicht sagen, schneid mit der rechten Schere, mit der rechten Hand die Schere, ja, oder nimm mit der rechten Hand die Schere und schneide damit. Das funktioniert nicht, sondern bleib wirklich authentisch. Mach das so, wie es für dich am bequemsten ist. Und wenn dein Lösungsweg anders ist als der von anderen, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, vertrau dir. Lerne dir wirklich selbst zu vertrauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Also, potenziell angezeigt im Zwischenmenschlich eine neue Partnerschaft, eine neue Liebe, die hier entstehen kann, eine wichtige Begegnung und ganz, ganz viel persönliche Weiterentwicklung zeigt sich hier für die ein oder andere Waage im September. Ja, dann schauen wir mal auf Beruf und Finanzen. Was kriegen wir denn dadurch? Da haben wir schon mal Treue und Loyalität liegen. Eine Gegenüberenergie und Transformation und Loslassen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was kriegen wir hier zum treuen, loyalen Begleiter? Der Mond. Ja, der Mond steht für die Gratwanderung, Ängste. Guck mal, das ist jetzt so dieses typische Waage-Ding, ne? Wir haben die Luftenergie liegen auf der einen Seite, hier ist auch eure Karte, und die emotionale Energie auf der anderen Seite liegen mit dem Mond. Ja, der Mond steht für die Ängste, aber auch für die Intuition und hier möchte gerne Gerechtigkeit Einzug halten in Sachen Beruf, Finanzen. Gerechtigkeit ist auch ein langsamer Reifeprozess. Hier geht es um eine endgültige Entscheidung. Es geht darum, nicht länger Gesetzmäßigkeiten auch zu verhindern. Ne? Man sagt ja auch Behinderung der Justiz, wenn die Karte in den Schatten fällt, weil man sich querstellt, weil man Angst hat, eine Entscheidung zu treffen. Und wie gesagt, Treue und Loyalität. In dem Fall sehe ich dich hier als den Hund, dass du sehr treu und loyal bist. Und wir haben hier mit den 7 der Kelchen im Schattenaspekt irgendwie Scheinlösung. Angst, die falsche Wahl zu treffen. Vielleicht bist du wirklich ein kleiner, treuer, loyaler Hund, den man aber einmal zu viel gebissen hat. Und der so ein bisschen an seiner eigenen Treue und Loyalität zweifelt, was eben den Arbeitgeber angeht. Das könnte ein Aspekt sein, ja, weil der Mond steht auch immer so ein bisschen für eine Warnung. Wir gucken mal weiter. Ass der Stäbe. Also hier fordert es auf jeden Fall im Arbeitsleben eine Entscheidung. Ass der Stäbe ist etwas, was viel Potenzial hat
Und hier zeigt sich auch das Geben und das Nehmen und eine Veränderung deiner Umstände. Das heißt finanzieller Zugewinn und eine Chance, stolz auf dich selbst zu sein. Eine neue Chance, neue Arbeit, ein neues Projekt. Jetzt frage ich mal rein, geht es hier tatsächlich um einen Arbeitsplatzwechsel? 9 der Münzen ist ein Ja. Ein Arbeitsplatzwechsel, interessanterweise, stehen die 9 der Münzen auch für einen Zeitraum vom 2.9. bis 11.9. Man könnte jetzt durchaus annehmen, wenn man sich die Karten anschaut, dass du schon sehr, sehr lange dort eventuell sogar warst. Obwohl lang ist immer relativ. Für den einen sind 3 Jahre lang, für den anderen sind 20 Jahre erst lang. Also das ist immer eine persönliche Definition, was du für dich als lang betitelst. Und hier zeigt sich so ein bisschen der innere Konflikt, ne? Einmal dieses, ja, ich bin da ja sehr treu und loyal und sehr gutgläubig, ne? Und jeder, der sich den Hund kennt oder auch, so wie ich habe ja 2 Katzen, wenn man die kennt, die verzeihen ja auch sehr viel. Ne? Und es lockt aber hier auch das Neue mit viel Potenzial, wo du dir auch seelisch gerecht wirst. Mit den 9 der Münzen, ja nicht nur seelisch gerecht, sondern auch gepaart hier mit den 6 der Münzen wirklich finanzielle Freiheit, Unabhängigkeit, ne? Das Ernten der Früchte der harten Arbeit, ein reiches Leben führen. Hier ist ein Anfang drin angezeigt und vor allen Dingen auch mit den 8 der Münzen eben dieses ja stolz auf sich selbst sein, sich selbst auch wiederfinden irgendwo. Ja, wenn du vorhast, hier innerhalb, ich sag mal, Anfang September, der ersten Septemberhälfte sogar schon deinen Job zu wechseln, dann hat das hier auf jeden Fall viel Potenzial. Dann musst du dir hier keine Sorgen machen, ob das die richtige Entscheidung war, ob du dich hier selber, was deine eigene Treue und Loyalität angeht, selber hinterfragen solltest, sondern hier hast du eine Entscheidung für dich getroffen, für dein emotionales Wohl auch und auch für dein seelisches Wohl, damit du nicht mehr länger Scheinlösungen findest an dem Ort, wo du bist. Wichtig ist aber auch, Konflikte wird es mit Sicherheit auch im neuen Job geben. Das heißt, dieser Aspekt von Scheinlösung finden sollte natürlich nicht mit in den neuen Job genommen werden. Denn nur, weil wenn es dort mal Konflikte gibt, aus welchen Gründen auch immer, muss das hier auf jeden Fall gelöst werden, dass du nicht mehr gute Miene zum bösen Spiel machst, wenn dort jemand quer schießt. Ja, dass du es als Lernaufgabe auf jeden Fall mitnimmst. Vielleicht ist das hier der Aspekt, der transformiert werden möchte. Wir gucken mal. Bube der Schwerter im Schattenaspekt. Verwundbarkeit, unglückliche Umstände zeigt sich hier. Klatsch und Tratsch. Was fällt hier runter? Fällt auch in den Schatten. Die Ungeduld mit der Mäßigkeit, die widersprüchlichen Interessen. Und was haben wir hier on top? Die 6 der Kelche. Genau, die Vergangenheit möchte abgelöst werden. Und die 6 der Kelche stehen nicht nur für eine vorübergehende Erleichterung, sondern eben auch für dein zukünftiges Selbst. Wer möchtest du zukünftig sein im Arbeitsleben? Jemand, der gutgläubig ist, der treu und loyal ist. Ja, Treu und Loyalität seinem Arbeitgeber gegenüber sind natürlich wichtig, gar keine Frage. Dennoch sagt diese Karte oder diese Kombination auch aus, wenn du etwas für dich zum Positiven wenden möchtest, dann musst du nicht nur deine Talente und Fähigkeiten einsetzen, sondern sie auch wirklich zeigen, und zwar durch deine energetische Präsenz. Das kriege ich hier ganz stark rein. Das heißt, in dem Fall darfst du tatsächlich die Nase ein bisschen nach oben halten. Zeig, wer du bist, und zwar nicht nur durch dein Können, sondern wirklich durch deine Energie. Ja, weil dadurch hast du ein unglaublich mächtiges Schutzschild gegen, ja, Personen, die mal mit dem falschen Bein aufgestanden sind, die schlecht, wie sag ich immer so schön, geschissen haben, um es mal salopp auszudrücken, damit du dich nicht unterbuttern lässt. Ja, du bist treu und loyal, aber ein Hund kann auch zubeißen. Also man sollte einen Hund auch nicht unterschätzen. Mhm. Ne?
Deswegen als Hinweis hier, versuch keine Emotionen zu unterdrücken, sondern wenn dich so jemand richtig abfuckt, dann sag dem das auch voll ins Gesicht. Und sag dieser Person auch, hey, ich rede mit dir erst weiter, wenn du mal wieder klarkommst mit der Materie. Solange du hier wie eine wildgewordene Furie blind vor, keine Ahnung was, durch die Weltgeschichte läufst, kannst du mir aus dem Gesichtsfeld gehen. Ja, sowas in der Richtung. Ha! Wir sind fertig, ihr lieben Liebenden. In dem Sinne entlasse ich euch in den September. Ich wünsche euch ganz, ganz, ja, schöne Energien, auch wenn es hier für den einen oder anderen sicherlich ein bisschen anstrengend werden könnte. Allerdings, wir wachsen nur durch Konfrontation. Es ist, wie es ist. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, in dem Sinne, habt einen wunderschönen September. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön fürs Liken, Kommentieren, Abonnieren und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.